Wir spielen Super Toastcast. 0.11.11. Super Toastcast. Hoots an ein Part von 0.9.S. Dem Projekt Super Toastcast 0.9.S natürlich. Und wir fahren heute eine Map, die sich Old Crescent Crossing nennt. Eine Map, die ich eigentlich ziemlich gerne mag, muss ich sagen. Bin ich neulich gefahren mit hier Amiga. Ich weiß nicht, ob die Folge noch kommt oder schon online ist. Das weiß ich gerade nicht. Upsala, ich habe gerade die Kamera verstört. So. Nämlich gerade an mein Kabel gekommen. Ich hoffe, die Kamera ist jetzt nicht anders als vorhin. Und wenn schon, dann muss ich es halt jetzt eben nachjustieren. Aber es soll schon passen. So. Die Map an sich. Von optischen sieht man, dass sie nicht die neueste ist, klar. Die Musik passend, alles neues. Die Strecke vom Verlauf her auch ziemlich cool, finde ich. Also, ihr schaut, die Kurven sind ja so ein bisschen ineinander geklappt, sag ich mal. Und wenn man jetzt hier runterfällt zum Beispiel, dann sind wir gleich beim Ziel. Was ziemlich cool ist. Also, man kann jetzt, glaube ich, Man kann es, glaube ich, nicht abkürzen. Mal wieder zurückgesetzt. Kann man da abkürzen? Das interessiert mich mal. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Kann man da wirklich eine Runde einfach überspringen? Eine Runde skippen? Das checke ich mal ab. Ist auch wichtig zu wissen. Oh nein, ich will nicht... Bin ich wieder unten, oder? Ne, nicht oben. Gut. Upsala. Das macht die Maus, Alter. Die ist schon ein bisschen brutal, oder? Nee, das geht natürlich nicht. Okay, die Points sind auch ein bisschen random. Aber gut, wenn man jetzt nicht großartig die Map cheaten möchte, dann ist es schon in Ordnung, denke ich. Dass es nicht zählt. So. Die Frage ist halt, ob ich immer gut bewerten soll, dass man keine Abkürzungen oder halt nicht cheaten kann oder halt schon. Was ist hier eigentlich drinnen? Was ist denn das? Das ist so ein weißes Fleckchen hier. Das ist ein Geist, der sich nicht bewegt vielleicht. Okay, ich weiß nicht, ob das... Warte, vielleicht können wir da auf sowas fahren und dann drunter schauen. Warte mal. Oder uns umdrehen. Ja, es ist ein Geist, tatsächlich. Lol. Okay, dann ist es in dem Port also nicht möglich, dass die Geister sich bewegen. Weil es auch so andere Geister gibt. Irgendwo hier. Sehen wir das hier irgendwie? Nehmen wir nochmal den anderen Grabstein, der andere Grab. Vielleicht sehen wir es da besser. Ich weiß, es ist moralisch gut verwerflich, was wir jetzt hier tun. Warte, hinten ist doch noch einer, oder? Ne, das ist derselbe. Okay, gut. Ja, es wird auch nur einen Geist. Bei der Vorschau ist es ja auch ein Geist zu sehen. Ich finde es sehr schade, dass eben der Geist nicht da, also sich nicht bewegt, sondern so halb in der Erde ist. Der Uhu ist auch ein bisschen trist, also ein bisschen trist und traurig und bewegt sich nicht, was schade ist. Ich glaube, relativ viele Uhus hier auf der Map, also Eulen, hier ist noch eine. Mit die einem Nitro schenkt oder so weiter. Und hier ist noch eine, die woanders hinschaut, das ist dieselbe. Was mir nicht gefällt, ist, dass es hier so schlecht verarbeitet ist, sag ich mal. Kann man hier abkürzen? Ich glaube nicht, oder? Ich fahre in die falsche Richtung, oder? Nee. Ah, das ist keine Abkürzung. Ich bin nur aus Versehen runtergefahren. Ah, okay. Ich finde halt schön, dass mal alles so aneinander ist. Falsche Richtung, bitte was? Alles klar, oder? Was ist hier drin los? Nichts. Und diese Verarbeitung gefällt mir nicht ganz. Dass hier solche Löcher sind, also dass man da durchschauen kann. Finde ich ein bisschen schwach, sage ich mal. Also, natürlich, ich kann es nicht. Also, ich kann es selber nicht, aber ich bin ja ein Kritiker. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass die Strecke da durchgeht und unten durchgeht und einfach das Haus draufgeklatscht ist. Das ist halt optisch was mich jetzt schon, was halt schon ins Auge trifft und wo man sagt, ja, das muss jetzt nicht sein. Der restliche Track ist echt ziemlich unspektakulär, aber ziemlich coole Kurve, muss ich sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die Geister damals waren. Fakt ist, dass hier eben keine Geister mehr sind, weil das irgendwie mit dem Port nicht funktioniert anscheinend. Finde ich sehr schade. Also, ich würde es auf jeden Fall besser gefallen, wenn die Geister sich bewegen würden. Und die Eulen auch. Also, es muss keine krasse Animation sein, aber halt so ein bisschen. Die Geister nur hoch und runter, wie halt auf anderen Kuseltracks in Super Toastcast. Und die Eule vielleicht den Kopf drehen oder irgendwas sich ein bisschen bewegen. Das wäre halt schon gut möglich. Aber das ist irgendwie so dieser Zipfel, also sein Köpfchen da rausschaut. Aus dem Boden sieht halt schon einfach nur blöd aus, meiner Meinung. Ich finde aber auch nice, dass wir dem auf den Grund gehen konnten und dass wir gesehen haben, dass es ein Geist also ist.
Also soll es sein, sollte. Ja. Die Strecke ist vom Fahren ziemlich schön. Also die Kurven fahren mir gut. Das Nitro ist ein bisschen schwierig zu nehmen. Aber auch kann man bestimmt besser meistern als ich. Der Sprung dadurch ist auch ziemlich nice. Und wenn man wirklich nicht so krass auf die Map auf achtet, sag ich mal, auf die verschiedenen Details, dann ist die Map auch echt super spielbar. Deswegen will ich der Map jetzt auch nicht großartig was abziehen. Mir gefällt sie ziemlich gut. Ich fahre jetzt erstmal noch gegen Bots und dann überlege ich mir eine Wertung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie viel ich der geben soll. Weil die fährt sich schon sehr gut. So, letzte Runde können wir noch durchboosten. Da schauen wir noch einen neuen Rekord aufgestellt bekommen. So. Alles ganz entspannt. Ich glaube, rückwärts kann ich überhaupt auch nicht fahren, was ein bisschen schade ist. Wenn man auch kurz langsamer wird, finde ich auch in Ordnung. Und diesmal ist es eben nicht so schlimm wie bei manchen anderen Maps, wie zum Beispiel Mountain Village. Wenn man drunter fährt, dann gleich fast stehen bleibt. Das finde ich auch ganz gut, weil es ist ja Erde, man bleibt ja trotzdem nicht ganz stehen. Also ist es okay. Durchaus in Ordnung. Und die Kurven sind alle recht schön und alles. Also die Map gefällt mir schon ziemlich gut. Die Frage ist halt, ob ich jetzt 2 Sterne, 2,5 Sterne gebe. Weil eigentlich ist die Map schon hübsch. Also es ist halt ein Port und so weiter. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, da jetzt eine großartige Ding zu beleuchten, sag ich mal. Eine großartige Wertung zu geben. Aber es ist eine super Wertung zu geben. Ist ein bisschen schwierig bei der Map hier. Also bei den alten Maps eben. Aber schauen wir mal. Also hier seht ihr im Titelbild, also in dem Vorschaubild, dass ein Geist ist. Wahrscheinlich ist er da auf die Straße vielleicht auch ein bisschen drauf geflogen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Nur es fehlt halt schon ordentlich was, wenn da wirklich die Geister einfach nicht da sind. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wirklich gar nicht, dass die Map so tot wirkt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass ich bei den 2 Sternen bleiben werde. Und wenn es dann, upsala, und wenn es dann so ist, dass es vielleicht verändert wird, dass es vielleicht wirklich so ist, dass sich die Geister bewegen und dass auch die Eulen vielleicht ein bisschen nicht nur so starr sind, dann würde ich auf jeden Fall auch auf die 2,5 oder vielleicht so auf die 3 hochgehen. Die 3 ist ein bisschen schwierig bei alten Maps, weil die natürlich optisch so lala ausschauen. Aber so ein Upgrade für die Map wäre sicher nice. Würde ich sehr feiern. Und ja, diese Verarbeitung hier von den Hauswänden finde ich natürlich auch ein bisschen wack. Ja, ich würde sagen, wir bleiben bei den 2 Sternen. 3 Sterne, also den 3 Sterne zu geben, dann also 2,5 Sterne aufgerundet, wäre wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel für so eine alte Map. Würde ich schon sagen, dass 2 Sterne in Ordnung sind als Wertung. So, keiner mehr hinter mir. Okay. Dann fahre ich eben alleine vorne weg. Okay, 4 Sekunden Vorsprung habe ich. Stabile Leistung soweit. Kann man sich schon geben. So. Ich wollte eigentlich ein neues Item haben, habe deswegen den Muffin random hingeballert, aber ich habe kein Item bekommen und den Muffin mich auch los. Ja, die Lose-Lose Situation oder was? So. Haben jetzt die noch mehr mitgenommen. So, hier durchspringen. Die Xu. So abgefucktes Cardio, ich feiere das irgendwie. Ja, also ich komme gut klar und fährt sich auch soweit gut, aber auch dieser Part hier, der Strecke finde ich ein bisschen tot, ehrlich gesagt. Crash and Crossing, muss ich dann auch mal gleich schauen, was das übersetzt bedeutet. Muss ich abchecken. So, noch eine Runde. Wieso kommen die Leute mit der Map nicht klar? Das finde ich auch, könnte man theoretisch auch ankreiden. Dass die Bots mit der Map nicht klarkommen. War man selber eigentlich schon ganz gut. Die immer, und um Spaß zu haben, sollten die Bots ja auch ein bisschen klarkommen, finde ich. Naja. Vielleicht sind wir auch einfach zu krass. Wer weiß das schon. Vielleicht sind wir einfach die krassesten Checker im Game und zerstören hier einfach easy. So wird's sein. Ganz sicher. Wo fahre ich denn hier echt lang? Hui. Ja, 2 Sterne ist, glaube ich, eine gute Bewertung.
Damit kann jeder leben, denke ich. Wenn hier überhaupt noch jemand lebt auf der Map. Mal schauen, wie viel Vorsprung wir haben. Es kann nicht sein, dass die Bots, die nicht mal Add-ons sind, so schlecht klarkommen damit. Und eben diese fehlenden Animationen sind sehr, sehr schade. Gut, 2 Sterne gibt's von mir. Checken wir ab. Wertung ist unter 2 Sterne, also 1,8 oder so. Machen wir 2 Sterne. Und dann sind es vielleicht 1,9, vielleicht höher. Okay, wer wurde geportet? Die gab es früher schon, ich weiß nicht wann, ehrlich gesagt. Steht irgendwas dabei? Nö. Mir gefällt aber die Form der Map ziemlich gut. Dass alles so eng ineinander geschlungen ist, das gefällt mir echt ziemlich gut. Jo! Wie viele Sterne würdet ihr der Map geben? Stimmt gerne hier oben ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Am Ende des Videos kommt natürlich hier noch das Rad, welche Strecke im nächsten Add-on Strecken also dran kommt. Okay, was ist reingekommen? Es ist die Map China. Okay, ich bin gespannt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das anschauen. Ciao, euer Zickerblick. Tschüss.